Ja, hallo Freunde, willkommen zu einer neuen Folge von Kühnes Kochkanal. 35 Grad, heißer Sonntag. Eigentlich wollten wir heute was vom Grill machen, haben wir aber ganz schnell verworfen. Es gibt heute was Kaltes, aber ich denke mal was sehr Leckeres. Wir machen Thunfisch-Wraps. Viel Spaß! Kühnes Kochkanal. Es ist warm draußen und heute gibt es was Leichtes, und zwar Wrap mit Thunfischcreme. Wir haben hier 150 Gramm griechischen Joghurt, eine Dose Thunfisch, Wraps, etwas Petersilie wird klein gehackt, ein Teelöffel Kapern werden klein gehackt, 20 Gramm Rosinen kommen dazu, Paprika, alternativ Tomatenscheiben, was ich hier vergessen habe, weil ich ja mal wieder alles vergesse, ist Salat. Wir nehmen Salatherzen, man kann aber auch einen Blattsalat, ganz normalen Blattsalat nehmen. Dann wird gewürzt mit Pfeffer und Salz und etwas Tabasco. Hier habe ich nun schon mal die Kapern vorbereitet, die werden klein gehackt. Das gleiche werde ich mit den Rosinen machen und dann sehen wir uns gleich wieder. Joghurt, Kapern und die Rosinen klein gehackt sind nun zusammen in einer Schüssel gelandet. Dazu kommt nur noch der Thunfisch und dann wird das Ganze durchgerührt. Das ist nun unsere Joghurt-Thunfisch-Mischung. Dazu kommt noch unsere fein gehackte Petersilie. Die rühre ich auch kurz unter. Und dann wird abgeschmeckt mit Tabasco, Pfeffer und Salz. Tabasco viel reinmachen oder nicht so viel? Oh, komm schon, ich ein bisschen. Ja, ne? Bisschen Bums haben. Ich möchte auch noch mit essen. Gut. So, mit Pfeffer und Salz noch. Von wegen Bums, ne? Ja. Mach nicht so viel Salz. Ach. Salz nicht so viel? Nein. Ja, und dann habe ich mir noch gedacht, hatten wir in der Beschreibung nicht drin, bin ich kurzfristig drauf gekommen, ein paar angeröstete Pinienkerne dazu. Und die mache ich jetzt gleich am Grill. So, und nun sind auch noch unsere Pinienkerne geröstet drin. Die menge ich auch noch mit unter. Und dann kann es eigentlich schon ans Wickeln gehen. Ein Wrap. Da kommt nun unsere Thunfischcreme drauf. No, die machen wir noch. So. Ich glaube, die brennen da nicht so dolle, aber das muss ich erstmal ausprobieren. So, dann kommt nun der klein geschnibbelte, in Streifen geschnittene Salat drauf. So, für mich kommt Paprika drauf. Für mich nicht. Doch, für dich auch. Kannst du doch mal essen. Ich esse Tomaten. Achso. So, wie gesagt, bei Helmut kommen dann Tomaten drauf und nun versuche ich das Ganze zu wickeln. Richtig schön eng. Also bei dir muss ich darauf achten, dass ich hinten nichts mehr drauf lege. So. Und das Ganze kann dann geschnitten werden. So, so aus. Ich mache jetzt noch weiter und dann sehen wir uns gleich wieder. So, und das ist mein Wrap. Der Beweis, Tomate. Ja, kommt Tomate drauf. Ja, denke, dann können wir auch schon essen, ne? Ja, wir richten das Ganze jetzt noch an. Soll ja auch was fürs Auge sein und dann ja, können wir zubereiten. Sehen wir uns wieder.
Ja, Freunde, kurzes Fazit. Erstmal, ich bin etwas in den Schatten gegangen, weil draußen hält es wirklich nicht aus. Mit den Wraps, das war eine gute Idee. Die waren total lecker, leicht, schnell herzustellen und bei dem Wetter genau das Richtige, denke ich mal. Boah, ich habe meinen nicht ganz geschafft, muss ich ganz ehrlich sein. Aber ein guter Esser schafft so ein Ding bestimmt. Ja, hat es euch gefallen? Lasst einen Daumen hoch da, netten Kommentar. Abonnieren könnt ihr immer unten rechts, würden wir uns sehr drüber freuen. Und wenn ihr Lust habt, sehen wir uns demnächst wieder. Tschüss! Kühnes Kochkanal.